Moin YouTube, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Liberty Territory Motor Test. Digga, das ist immer noch so ein geiler Name. Bei der wievielten Runde sind wir jetzt eigentlich? Wir hatten hier oben 3 und 2 sind 5. Und wir hatten 6, 7, 8, 9 und das ist Runde 10. Das ist schon die 10. Runde, die wir hier machen. Alter Schwede, wir kommen vorwärts. Und wir kümmern uns heute um den Aston Martin Vanquish. Das letzte Street Tier 2 von Aston Martin. Und da gibt es tatsächlich auch wieder nur die eine Folie. Prestige-Reifen sind schon runter. Profi-Settings sind schon eingeblendet. Und wie der Wagen so fahrerisch ist, da kommen wir erst gleich zu. Ansonsten gibt es nicht viel mehr zu sagen als lasst ein Like und ein Abo da. Und wie in den letzten Teilen auch, weil das ja immer in Reihe aufgenommen wird, bin ich immer noch mit derselben Chaos-Truppe unterwegs. Und deshalb sage ich jetzt... 30. Moin Jungs! Moin! Willkommen zurück an Vaped und Zyro, die Oberöler, und Toasty, der so halbwegs auf meinem Level spielt. Ja, geistkrank. Also ein Midrange Nicht-Öl-Öler. Hä? Nicht-Öl-Öler? Ja, wenn ich Öler sage, klingt das wie ein harter Selbstflex. Wenn ich Nicht-Öler sage, dann denkst du, ich beleidige dich. Also was kann ich sagen, außer Nicht-Öl-Öler? Jemand, der auf alles scheißt und einfach das Spiel spielt. LOL. Ja. Ein Random geht auch. LOL, ist klar. Ich... Das trifft auch absolut auf dich zu. Ein Random. Aber ja, absolut nicht wahr. Dickster Bluff. Also Jungs, ich habe gerade schon gesagt, Settings sind eingeblendet. Wir haben nur eine Folie. Prestige-Reifen sind runter. Wir haben das Standard-Ruhmmagnet-Set drauf. Seid ihr bereit? Yes, sir. Ready? Irgendeine Einschätzung, wie schließt der ab? Jetzt mal nur zum Beispiel im Vergleich zu den ersten Martins. Richtig kacke, 130. 130 von 150? Alter. Okay. Na, 112. 112. 102. Wollt ihr es vor der Runde wissen oder sollen wir währenddessen drüber reden? Ja, bitte. Platz 92 von circa 150. Krass. Der ist besser eingerankt als der V... War das der V8? Nee, der V8 war besser als der V12. Der ist besser als der V12. Rein? Oh ja, ich gehe gerade übrigens schon rein. Warte, ich kann einfach neu starten, dann komme ich noch in den letzten Blackscreen. Sorry, ich habe nichts gesagt. My bad, my bad. Ja, Zyro, du darfst einmal Lost sagen. Idiot. Okay. Seid ihr bereit? Warte. WhatsApp? Also jetzt bin ich ready. No ready. Jetzt bin ich nicht mehr ready. Okay, 3, 2... Eins. Warte mal, seid ihr schon drinne? Ja, ich bin halt mal. Start halt später, Seil. Du bist eh eine halbe Minute schneller. Du bist eh eine halbe Minute schneller, los. Internet war weg. Können wir nochmal neu starten, aus Jux? Nein! Digga, geisteskrank! Gib jetzt Gas! Du bist, Digga, selbst wenn du jetzt startest, bist du vor mir im Ziel. Ja, natürlich bin ich das, aber trotzdem. Ja, dann mach doch einfach. Nimm's als persönliche Challenge. Start verkackt, Digga. Ja. Leben verkackt, Digga! Deine Fußzähne. Was willst du sagen? Deine Fußzähne riecht nach Scheiße. Also, über meine Fresse darfst du reden. Wenn du meine Freundin beleidigst, kriegen wir Stress. Nicht, dass du das könntest, aber... Nein, wollte ich auch gar nicht. Deine Fußzähne, hat nur gesagt, hallo. Ja, meine Fußnägel sind schlimm, Alter, aber ich bin ein Kerl. Westen Fußnägel sind da nicht schlimm. Ja, stimmt. Fußnägel sind immer schlimm, Mann. Fußnägel sind grundsätzlich schlimm. Füße sind schlimm. Ja, yeah, true. Oh man. Ey, Füße einfach. Okay. Womit hätten wir das YouTube-Thema in dieser Folge besser starten können als Füße? Also. Ihr Füße. Kann mal irgendwer im Chat bitte googeln, wie viel Prozent der Menschen haben einen Fußfetisch? Oh, interessant. Aber dann wissen wir nämlich, ob einer von uns vier betroffen sein muss. Ey. Oder wir können errechnen, wie viele im Chat statistisch einen Fußfetisch haben. Du stehst auf Füße. Was? Nee. Zyro oder vaped jetzt? Zyro, ey, ich nicht. Da wird auch Bilder von mir, von meinen Füßen. Ja, okay. Ich meine, sagen wir es mal ganz trocken, ne? No front, wenn da irgendwer von betroffen ist, wenn da irgendwer einen Fetisch zu hat. Ey, meinen Segen hast du, ist mir ja egal, ne? Aber ich kann es null nachvollziehen. Über 50% sagt Lambo, ja, schätzt er. Im Leben. Nee, das hat er nur geschätzt. Er glaubt, dass es so viele sind. Ach so, okay. Fußfetisch wird von mehr als 20% der Weltbevölkerung geteilt, schreibt Pyro. Das ist doch auch Cap. What the F? Das kann ich mir nicht vorstellen. Energy schreibt 36%. Ich weiß aber nicht, ob es gegoogelt oder geschätzt ist. 36% der Männer haben Fußfetisch, Digga. Bullshit. Die Armen. Ey. Wie viele Männer gibt's auf der Welt? Zwei.
Nee. Wir sind übrigens zu viert. Also wen schließen wir jetzt hier aus nach Vapes These? Cyro. Selber. Sag ich. Alter Schwede. Zwei Männer gibt's einfach. Quelle Bild. Okay, da glaube ich das. Ey, Mann. Wer das so sagt, ich aber nicht. Alter Schwede. Der 36% der Männer. Stellt euch das mal vor. Aber was definieren wir jetzt alles als Fußfetisch? Muss das wirklich dieses Hardcore? Ja, also Füße schon. Ultra geil oder nur, ja, Füße sind okay? Reicht ein Füße sind okay als Fußfetisch in dem Kontext? Nee, das ist Hardcore. Nee, das ist Hardcore. Ja, aber 36%, Alter. Das ist, muss schon so dermaßen sein, so wenn man auf Snapchat geht und dann fragst du so als erste Nachricht, darf ich deine Füße sehen? So ein Ding. Ja. Ist aber auch bodenlos, das als erste Frage so. Neues Kindermensch? Füße? Das ist so wie Zyra immer irgendwo in den Chat kommt und schreibt Schere? Wie heißt du eigentlich? Darf ich mal deine Füße sehen? Digga. Ja, mir hat dein Profil sehr gefallen. Die Bilder sind auch sehr ansehnlich. Aber hast du auch eins von deinen Füßen? Brauche ich für meine Excel-Liste. So Match aufgelöst. Digga. Alter. Im Internet suchen heutzutage laut einer Erhebung 36% der Männer regelmäßig nach Bildern von nackten Füßen? Was zur Hölle? Ja, warum gibt es ja auch solche Studien? Also, wenn wir wirklich von 36, wir haben gerade knapp 100 Leute im Chat, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass davon die meisten männlich sind, und das ist in der Regel so in einem The Crew Stream auf Twitch. Also wir haben 106 Leute im Chat. Sagen wir mal, 6 sind weiblich, also 100 männliche. Dann haben wir 36 Leute im Chat ungefähr, die in letzter Zeit mal nach Fußbildern gesucht haben. Das ist schon statistisch gesehen, also das ist, ne, ja. Nur statistisch. Brauchst du die Opfer dich mal. Wer fühlt sich hier angesprochen? Wie gesagt, ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Sei ja jedem selbst überlassen, was er attraktiv findet. Ich kann es halt nicht nachvollziehen. So, ich bin jetzt auch keiner dieser Fußphobiker, ne? Also ich finde jetzt auch nicht grundsätzlich, wenn mich jemand mit seinem Fuß anfasst, ist so eklig, dass ich wegspringen muss oder so. Außer die stinken. Dan Schneider kennt das nicht, was? Aber, Was war? Wer kennt das? Wer kennt was nicht? Der Director von diesen ganzen Nickelodeon-Kinderserien, Mann. So. Was ich halt aber auch nicht gette, so. Ja, ist ja krass. Krass manche traurig. Mädchen, die mögen ja auch Hände, so check ich auch nicht. Oder manche Typen auch. Doch bei Hände fühle ich, aber wenn die halt gepflegt also sind, aber das ist kein Hände Frage, kann ich noch verstehen, wenn man es zumindest ne, so mag, in Anführungszeichen, kommt halt drauf an. Ne, also wenn jetzt eine Frau sagt, die steht auf raue Hände oder so, ja, okay. Hab ich halt meine Haut trocken, Entschuldigung. Ich nehme ja Schmörgelpapier. Bauer bei der Hände. Also ich glaube zwischen ich habe raue Haut und Bauarbeiterhände gibt es halt nochmal einen Unterschied. Oder also trockene Hände und raue Haut. Auch nicht unbedingt direkt dasselbe. Jetzt sagen wir mal, wie viel Prozent du bist. 44, du? Nee, ich sag's nicht, weil halt Late Start. Zählt nicht. Er ist schon 40. Nee, er ist locker schon bei 43. Wo bist du, Basti? Bei 44. Krass. Du? 45. Fuck! Aber also ganz ehrlich, ja, der Wagen ist langsam wie scheiße, das merkt man, aber er ist stabil, also. Hört sich gut. Wie ich das neulich gesagt habe, so für mich sind Autos eigentlich erst dann schlimm, wenn sie rutschig sind. So, langsame Autos habe ich kein Problem mit, ist okay, aber rumrutschen und so ist halt super ätzend. Jetzt bin ich wieder hier bei 47% beim Rechtscut und ich fahre da Offroad. Das ist also, die 90-Grad-Kurve da zu nehmen, macht für mich so keinen Sinn irgendwie. Aber ich mach's halt jetzt auch allein schon deshalb, weil ich es mit jedem anderen Auto gemacht habe. Es würde gar keinen Sinn machen, das jetzt nicht mehr zu tun. Dann bist du offiziell jetzt langsamer als ich, weil ich bin bei 50. Gut, ich war auch gerade eben schon langsamer als du. Krass. Hä? Gerade eben, als du gefragt hast, war ich schon 1% hinter dir. Ja, jetzt auf einmal 3 oder 4. Das ist wild. Aber ich meine, 1% sind halt hier auch so irgendwas um die 5 Sekunden, ne? Das ist halt. Ja, wie ich gatter, also das Ding gattert aber gar nicht. Was? Der gerade gut, aber. Gar nichts. Ich hab gerade aber auch ein Skill-Issue gehabt. Wahrscheinlich gleich ein Turn.
Also stellenweise finde ich Gert hat das ganz akzeptabel. Ich finde der Gert hat sogar gut. Die langen, aber die sind, die kann er gefühlt jedes gut. Aber diese engen U-Turns, die sind kacke. Ich muss halt wahrscheinlich ziemlich langsam für sein bei dem Auto. Aber die erwische ich sowieso nicht. Also. Du erwischst aber einfach das kein Mitspracherecht, sage ich. Ja, Gattern ist halt immer noch so ein Ding. Ich müsste mir das eigentlich viel mehr aufzwingen, um das nach und nach zu lernen. Ne? Aber ja, keine das Ahnung. Ich fahre halt mega unbewusst. Ich fahre die meiste Zeit halt einfach Brain AFK am Labern und achte überhaupt nicht großartig drauf. So, Zyro, weißt du, der mutet sich teilweise in den Rennen. Was krass, ja. Damit er seine Ruhe hat. Das hast du letztens gesagt. Komm mir nicht mit, hä? Ja gut, wenn ich halt wenn ich im Tunnel bin, halt mit Mucke, dann ja. Aber dann mute ich mich eigentlich nicht, weil dann ist die Musik eh schon so laut, dass ich eh nichts sag. Sam. Ja, Sam ist crazy, Digga. Du bist immer full mute gefühlt. Du bist mehr im Discord full mute, als du redest. Ja, weil ich auch oft auf. Ja, weil ich ausrede. Bye bye, Mike. Shoutout an Klang, was? Klang ist oft, ja. Oder schläft im Call oder so. Ja, los, treffen schon wieder. Ah, scheiße, unnötig Offroad gehittet, erstmal wieder ein paar km/h verloren. So Jungs, also ich bin jetzt beim zweiten Switch. War ich schon. Ich hab wieder viel zu oft mein Nitro irgendwie verkackt und hab deshalb nicht genug Speed gekriegt. Bin jetzt beim zweiten Switch. Ja, ich hab halt wieder viel zu oft Nitro gewastet und dadurch irgendwie einfach nicht so den Bogen rausbekommen. Dann hast du halt auch viel zu wenig Tempo. Sag mal kurz, was eure Zeit sagt. Also 9-2. Ja, ich bin 12 Sekunden hinter euch. Aber wie viel Prozent vor uns? Der Race hat jetzt. Gesagt, callt mal jetzt nochmal. 70. 69. 72. Nein, ich meine Zeit nicht. Das war 9-22. Ja, jetzt hab ich 2 Sekunden vor mir. Das ist crazy. Ja, und die Prozent? Ja, 72. Der ist aber schon vor uns. Er hat halt wieder prozentmäßig, ich sag ja, also später starten drauf geschissen. Ja. Trotzdem vor uns, ey. Spielt überhaupt keine Rolle, der Mann ist einfach zu schnell. Oh, Racing wird gleich so eine Umgewöhnung. Wir haben halt einfach jetzt irgendwie 3-4 Street hier 2 gefahren. Und dann Racing wird übel. Racing wird super. Dann wird auch mal der Brückencut gemacht. Spaß. Nein. Aus. Ja, wenn du mit dem Ding Offroad berührst, ist eh over, Digga. Das ist bei jedem Racing oder so. Ja, aber also du bist ja gekommen. Offroad. Du landest für eine halbe Sekunde, bist in der Luft und bist wieder auf der Straße. Ja, aber diese halbe Sekunde kannst du easy wegrutschen. Das. Ich bin auch jetzt gleich erst bei der Brücke. Und jetzt, um genau zu sein, komme ich drauf. Ja, ich bin jetzt gleich bei der Hoonigan Island. Genau, jetzt. Boah, ja, du bist aber schon ein gutes Stück vor mir. Ja, Hoonigan Island, die Einfahrt. Boah, da ist aber quasi locker, am Hafen. Locker 10 Sekunden voraus. Ich will kein Playlist oder Summit, Bro. Kein Playlist. Digga, da geht rechts eine Insel weg. Das ist doch nicht dein Ernst. Nie gesehen. Ich bin schon am Hafen, babe. Ich hab kein Playlist, das ist geistkrank. Ich hab 10 Playlisten gemacht. Das ist halt schon hart, Alter. Einer der Oberschwitzer des Games, der hat die Playlists nicht durchgespielt. Das ist halt wie Marcel, der irgendwie Platz 1 Levelleiste war für 3-4 Monate, abgesehen von den Bottern. Aber hatte halt nicht mal Blitzreise frei. So weit bin ich aber schon gekommen, ja? Ja, mittlerweile hat er das auch, aber erst seit einem Monat oder zwei. Aber actually-based. Ja, actually, voll für den Arsch. Also, wie kann man denn ein Spiel so viel spielen und es doch nie spielen? Man muss halt einfach hier, muss ins Game reingehen und schwitzen. Alle Grafiken low. Nee. Ja, Digga, es geht auch nur, wenn man einen Potato-PC hat wie du. Ja, ich hab echt einen scheiß PC deswegen. Eieiei, Leute. Spenden wir. So, hatten wir schon drüber geredet, welchen Platz der Wagen hat? Ja, ne? Tja, ich hab irgendwas gesagt. 92 hast du gesagt. Dann lass mal raten, ich würde mal sagen, auf 92 ist er. Ich sag auf 92, ja. True.
Ihr merkt schon, Leute, ne? Also, wenn die im Leben am Anfang verteilt wird, wie viel du von was kriegst, Skill haben die beiden ja, ne? Aber Humor ist leider draufgegangen. Kann ich alles haben mit wem? Du hast beides nicht, ist alles Ding. Das ist crazy. Das ist krass. Ja, ich hab andere Dinge. Ich hab IQ. Zumindest ein bisschen. Ja, IQ meint doch im Kopf. Kein Gedächtnis. Ey, Mann, ey. Inkontinenz, IQ. Im Kopf. Inkompetenz, auch IQ. True. Warte, soll ich kurz den Nerd spielen? Mach auf gar keinen Fall, bitte. Ja, okay, Toasty hat halt einfach Fachwissen zu Star Wars und Fast and Furious geerbt. Nein, ich meine jetzt, was IQ bedeutet man für die zwei Noobs hier im Talk. Zeitcheck, Jungs. Also, ist mal erwähnt, du bist ja, du bist im Ziel, Zyro, ist klar. Was hast du? Du bist im Ziel. Nee, ist... Wey, hallo! Los. Wey, was hast du für ein Zeit? Auch im Ziel. Sag du erst. Nein, sag der, sag hallo, ich bin im Late Start. Ja, sind alle im Ziel und ich dümpel hier vor sag mir. Sag jetzt. Ich, guck mal, Kart hat auf den Chat geschrieben, ich bin auf jeden Fall schneller als das. Toast. Ich auch. Ich hab ne 1240 Schwert. Ich hab ne 1239,5. Boah, Junge, wie denn möglich? Ich bin bei 3. Ich bin bei 13 glatt, Mann. 13,19! Crazy. Was ist denn los mit euch, Mann? Ich brauche andere Mitfahrer, ich brauche Leute ohne Skill oder sagen wir mit weniger. 13, 19, 115 bin ich gefahren. Kommt jetzt ein Brühlchen? Gucken wir ja, mal rein. Sekunden hinter mir schon krass. Ja, du hast irgendwie abgeliefert die Runde, ich weiß auch nicht. So, das bringt den Wagen auf Platz 5. Komplett in die Mitte eigentlich der Street Tier 2 Fahrzeuge und auch mit. Bei den Aston Martins hinter DBS. Mit 8 Sekunden, aber. Ja, also, war halt einfach langsam, ne? War solide, aber langsam. Ich fand den auch nicht schlecht.